Ich mache das mal alles. Ich mache das jetzt mal ganz anders als sonst. Willkommen zu VipVelo, der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute zu Gast Künstler und Fahrradgott Michael Olsen. Und hier ist der wohl zweitbeste Freund von Klaas Häufer Umlauf, Patrick Hesse. Moin, das ist Micha, Micha Olsen, Freunde der Sonne. Moin. Und Micha, hier ist die Hauptkamera da vorne. Ah, moin, nochmal. Da, hier, moin. Ja, hallo Kamera. Es ist verwirrend hier, so viel Kameras immer überall. Kannst du mich sehen? Und Micha und ich haben uns über einen sehr interessanten Weg kennengelernt. Und zwar, du hast mich angeschrieben auf Facebook, ja. Weil du über das VipVelo gestolpert bist. Ja. Ne? Und du, Verrückter, hast dann bei mir, glaube ich, geschrieben, dann haben wir telefoniert und hast mir dann von deinen ganzen verrückten, tollen Fahrrädern erzählt. Ja. Und ich dachte mir, wow. Ja, ich erzähle ja gerne. Und ich dachte mir so, wow, noch einer, endlich, Gott sei Dank, der auch so verrückte Sachen macht. Und wir waren lange im Kontakt und dann kam der Moment, wo ich dann wirklich dabei war zu sagen, okay, die Diva, dieses Fahrrad, braucht jetzt mal eine ganze Menge Neues und mal eine Generalgrundüberholung. Ja. Und du hast dich bereit erklärt. Und Michael, ich war so verrückt, ja. War nicht nur so verrückt, sondern er wohnt auch noch an einem anderen Teil von Deutschland, so aus Oldenburg. Daher das Moin. Ja, ja. Man sagt übrigens nur Moin und nicht Moin Moin. Wer Moin Moin sagt, der gilt als Schwätzer. Aha. Der redet zu viel. Ich habe das mal so gelernt. Moin ist Hallo und dann Moin Moin ist die wieder. Also nee, man sagt Moin, morgens, Mittag, abends zum Kommen, zum Geben, nachts Moin. Dann sagen wir es auch nochmal. Dann wartet man. Und gut. Das war so lustig. Und zwar, wir sind jetzt wirklich nach Oldenburg gefahren und haben in Oldenburg erstmal eine kleine Runde gedreht, mal mit dem Oberbürgermeister, kann man ja mal machen. Ja. Und die erste Probefahrt sozusagen. Danke nochmal an Jürgen, dass du das mitgemacht hast. Moin, Herr Kuhmann. wir sitzen uns ja noch. Ja, man weiß nicht, wie lange noch. Und jetzt ist es wieder in Berlin. Das ist die erste Fahrt jetzt in Berlin. Die erste Mal wieder Boden unter den Füßen in Berlin. Und Micha, ich sag dir jetzt auch nochmal auf diesem Wege, vielen, 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 vielen Dank fürs Archiv konservieren, weil dieses Fahrrad, diese Diva, ist noch nie so gut gefahren wie jetzt. Du hast sie zu absolut neuem Leben erweckt, zu überhaupt einem richtigen Leben. Und ja, ich kann dir nicht genug danken. Von Herzen, ich komme wirklich von ganzem Herzen. Es ist wunderschön und das ist die Geschichte. Und wir fahren jetzt hier einfach mal ein bisschen durch Berlin. Wir sind jetzt gerade an der Siegessäule hier hinter uns und wir fahren jetzt auf das Brandenburger Tor zu. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres als die Einweihung in Berlin für dieses Rad, einfach mal durchs Brandenburger Tor zu fahren, oder? Ja, dann mal los. Dann mal los. Dann zeig mir jetzt mal Berlin. Ich war 10 Jahre nicht hier. Wollte gerade fragen, wann das letzte Mal hier war. Das war 10 Jahre, ne? Da waren meine Haare noch kurz. Ey, das ist ja auch noch nicht so. Das geht noch länger, ne? Das geht noch länger. Das geht länger.
Aber bist du vor 10 Jahren auch schon mal Rad gefahren in Berlin? Jo. Da habe ich mir hier ein Fahrrad ausgeliehen. Ja. Und fand das hochklasse, mich hier mit dem Fahrrad durchzuknallen. Ich fand das super gut. Echt, ja? Ja. Also, ja, ich komme aus Oldenburg, da fährt man Rad. Ich weiß, wie man Rad fährt. Ja. Immer schön präsent Rad fahren, dann passiert einem nichts. Insider. Muss ich den Arsch einkneifen. Oldenburg ist Fahrradstadt, kann aber noch fahrradtauglicher werden, wie wir festgestellt haben. Ja. Luft nach oben. Jo. Und nicht nur Luft in den Reifen, sondern auch Luft nach oben. Und ist das nicht ein Ausblick? Ihr seht es noch nicht, aber wir, ist das nicht toll? Schön. Gemütlich, entspannt durch Berlin. Wir hatten jetzt eine wunderschöne Autofahrt, muss man ja zugeben, obwohl wir die klimaneutralste Talkshow sind, hatten wir eine schöne Autofahrt nach Berlin. Entspannt, gemütlich und schöner kann der Tag eigentlich nicht noch werden hier. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben wirklich ein super Wetter. Ja? Und jetzt lass uns ein bisschen über dich plauschen. Komm, wenn du schon hier drauf bist, plauschen wir über dich. Ja. Micha, du bist bekannt wie ein bunter Hund in Oldenburg. Wir konnten kaum einen Meter laufen, ohne dass dich jemand gegrüßt hat oder du jemanden. wie macht man sowas? Wie wird man so? Warum wird man so? Was ist mit dir los? Nein, erzähl mal. Du bist Künstler durch und durch. Ich habe noch nie so einen tollen, kreativen Menschen wie dich kennenlernen dürfen, bin ich ganz ehrlich, weil ich habe auch noch nie in meinem Leben so viele tolle, verrückte Fahrräder sehen dürfen und drauf sitzen dürfen vor allem. Alles andere unten links blenden wir ein, wo ihr mal draufklicken solltet, unbedingt. Aber ein Projekt, wir können ja mit einem Projekt anfangen, und zwar das Kraftfahrzeug. Erzähl uns doch mal was über das Kraftfahrzeug, dass wir uns das mal vorstellen können, was du so machst. Mir fällt das immer schwer, über mich zu reden. Ne? Lass es raus, ist ja keiner hier. Ist keiner hier außer ich. Genau, hört ja keiner zu. Hört keiner zu, bin nur Icke. Und mir fällt das immer schwer, über mich zu reden, aber ich habe schon immer verrückte Ideen gehabt und habe immer gesagt, das muss man besser machen. Ja. Auch aus Gründen von Ästhetik und Ethik und man kann alles optimieren. Wir haben Grün. So, aber wir haben Grün. Mhm. Genau. Und ja, und das mit dem Kraftfahrzeug ist so. Ich muss ein bisschen mit der Luft ringen. Gar kein Problem, wir fahren mal ein Stück. Eine sehr kaputte Lunge. Fahren wir ein Stückchen leiser? Ja, langsamer, leiser, genau. So. Also, im Kraftfahrzeug ist das so. Mich hat das immer gestört, dass ich mit dem Fahrrad durch Oldenburg fahre und ich fahre maßgeblich auf der Fahrbahn. Ja. Dass die Autofahrer so wenig Rücksicht nehmen. Ja. Passt? Ja, passt. Und so wenig Abstand halten. Ja. Und ich kenne die Straßenverkehrsordnung sehr gut. Ja. Das Radfahrrecht und das, was die Radfahrpflichten angeht. Und da war es für mich irgendwie eine zwingende Logik, dieses Kraftfahrzeug zu bauen. Und zwar ist das sind das zwei Tandems. Ja. Mit einem langen Radstand. Ja. Die parallel auf 1,60 Meter nebeneinander geschweißt. Ja. Jetzt muss ich ganz kurz dich unterbrechen, weil wir haben sonst, hören wir nichts mehr von dir. So, guck mal. Aha. Das wollte nicht mehr. Das Mikro dran. Machen wir wieder Mikro dran. Hallo Oldenburg, hallo Welt. Hallo Berlin. So, jetzt hören wir dich auch wieder. Hallo Berlin, ganz genau. Wir sind hier hinter uns jetzt, ne? Also. Brandenburger Tor, oder? Fantastisch. Fahren wir gleich nochmal durch, ne? Da fahren wir. Okay, also ich erzähl. Ja, erzähl. Dann war es für mich irgendwie eine logische Konsequenz, ein Fahrzeug zu bauen, was so groß ist wie ein Auto, was strikt nach Straßenverkehrszulassungsordnung und Straßenverkehrsordnung gebaut ist. Moin. Moin. Und aber immer bauartbedingt, immer auf der Fahrbahn fährt. Ja. Um humorvoll und charmant mit einem zwinkernden Auge Verkehrsberuhigung von vorne zu machen. Ja. Und deswegen hat das Kraftfahrzeug, mein Kraftfahrzeug, ja, hat natürlich einen Rückspiegel. Ja. Ne? Aber der Rückspiegel ist nicht da vorne, sondern hinten. Ja. Um den Autofahrern, die mich in dem Moment, wo ich ja völlig legal mit diesem 1,60 Meter breiten Fahrzeug auf der Fahrbahn fahre, und die Autofahrer, die mich nicht überholen können, so charmant lustig den Spiegel vorzuhalten. Ja. Denn wenn ich mit einem Fahrrad auf der Fahrbahn fahre, sei es nun ein schmales oder ein breites, und ein Autofahrer, der hinter mir fährt, kann mich nicht überholen, dann liegt das nicht einzig und allein daran, dass ich da Rad fahre, ja, sondern das liegt daran, dass der mit dem Fahrzeug unterwegs ist, was zum Überholen zu breit ist. Ja. Und darüber habe ich auch schon mal mit dem Polizisten diskutiert und dann sagt er, ja, das stimmt, haben Sie eigentlich völlig recht, grün. Patrick, pass auf. Entschuldigung. Und deswegen habe ich das Kraftfahrzeug gebaut. Und dann habe ich immer überlegt, wie nenne ich das Ding jetzt? Ja.
Das ist als Kunstwerk gebaut für eine Ausstellung mit dem Thema Komplementär. Ja. Ja, und dann habe ich überlegt, Mensch, welche Homepage findest du? Wie nennst du das Ding? Ja. Und dann habe ich geguckt, kraftfahrzeug.de. Ist natürlich besetzt durch einen Kraftfahrzeugverband. Ja. Und dann habe ich kraft-fahrzeug.de eingegeben. Ja. Und die Domain war frei. Ich war völlig verblüfft. Ich hätte nie damit gerechnet, dass diese Domain frei ist. Ja. Und habe die sofort gebucht. Und denn ein Auto ist kein Kraftfahrzeug. Das ist ein Kraftstofffahrzeug, weil es fährt nicht mit Kraft, es fährt mit Kraftstoff. Ein wirkliches Kraftfahrzeug ist ein Fahrrad, ja, was mit Kraft fährt, direkt mit Muskelkraft. Ja. Das sind Kraftfahrzeuge. Ja. Und ist natürlich ein Schmunzler, ein Sprachschmunzler, ein Sprachwitz. Auf jeden Fall. Und damit fahre ich durch die Stadt. Ich habe heute Morgen gerade eine Mail gekriegt, ob man das im Sommer mal buchen kann, ja, für Geburtstag. Ja. Dann ist schon ein Umzug mitgefahren worden. Und manchmal packe ich da Werkzeug drauf und ein langes Regal. Hab mal in der Gaststätte ein Regal angebaut für Weinflaschen. Vorsichtig bitte alle. Ja, deine Pedale, so, ja. Und so habe ich dieses Fahrrad gebaut und wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Ja. Es ist lackiert in den Farben Oldenburgs. Ja. Rot. Und fährt immer auf der Fahrbahn, weil es straßenverkehrsrechtlich für den Radweg, dort, wo man ihn benutzen muss, zu breit ist. Und deswegen fährt es immer auf der Fahrbahn. Und es ist sehr auffallend und ich habe eigentlich nie Ärger mit dem Autofahren in Oldenburg. Die Autofahrer kennen natürlich Fahrräder im Straßenverkehr. Ja. Und viel mehr als in Berlin. Und ist immer sehr viel Schmunzler. Ja. Und so ist das Kraftfahrzeug entstanden. Tolle Sache. Durch Recherche, Kenntnis der Straßenverkehrsordnung und der ganzen gesetzlichen Paragraphen, Sprachwitz und mit dem Rückspiegel. Michael, ich muss dir ja echt sagen. Und Alter, ja? Da ist auch eine Kunststoffbox dran. Ja. Die kann man abschließen für den Parkzettel. Okay. Denn es ist verboten, rein rechtlich mit einem Fahrzeug auf dem Gehweg zu parken. Okay. Und deswegen fährt dieses Fahrrad, parkt grundsätzlich auf einem Stellplatz für. Du hast sogar eine Parkscheibe, ne? Sogar. Da muss ich auch ein Ticket lösen. Ja. Und das muss ich ja wegschließen können, damit mir das keiner klaut. Herrlich. Und deswegen ist da eine Box dann herrlich zu abschließen. Also, eine Parkscheibe hat es auch. Ja. Wirklich, geht mal auf. Was war das? www.kraft-fahrzeug.de. Unbedingt drauf gehen. Ganz viel Text, ganz viel intellektuelles Zeug und total lustig. Ja, aber es ist wirklich in real life. Ich habe es ja auch jetzt zum ersten Mal gesehen. Es ist riesig. Es ist geil. Also ja, wirklich, ja, ja. Sowas muss öfters noch auf die Straße. Und das ist ja nur eines dieser verrückten, tollen Fahrräder, die du baust. Du hast auch. Aber ich unterbreche dich nochmal. Ja, mach ruhig. Ich bin da mit dem Kraftfahrzeug, bin ich da zur Polizei gefahren. Ja. Um das zu registrieren. Ja. Und dann stand ich da bei dem Stand bei der Polizei. Und dann war ich an der Reihe. Ja. Das war so eine Veranstaltung in der Fußgängerzone. Und dann sprach mich der Polizist an: So, Herr Olsen, jetzt Sie. Und ich so: Woher kennt er mich? Woher kennt er mich? Und dann: Ja, Herr Olsen, wir kennen doch alle Ihr Fahrrad. Sie wollen es registrieren lassen? Ja, dann überprüfe ich jetzt mal die Verkehrstauglichkeit. Also okay. Klingel, ja. Zwei unabhängige Bremsen. Der Fahrzeugführer kann das Fahrzeug alleine bremsen und führen. Das ist wichtig. Ja. Und lenken. Ja, und dann haben die mir den Aufkleber draufgeklebt. Und dann fragte ich den Herrn, Herr Gerdes, sagen Sie mal, Herr Gerdes, stand am Revers. Ja. Woher kennen Sie mich denn jetzt? Ja. Herr Olsen, erinnern Sie sich noch an den Artilleriebich? Da habe ich Sie vor 3 Jahren mal angehalten, weil ich meinte, Sie müssten auf dem Radweg fahren. Ja. Aber Sie haben mir die Straßenverkehrsordnung erklärt. Das hat mich tief beeindruckt. Die vergessen wir alle nicht. Und wir finden das toll, was Sie gebaut haben. Wir Polizisten, wir kennen Sie alle. Sehr gut. War schön. War schön. Da sind wir wieder bei der bunte Hund. Jeder kennt dich. Das ist toll. Das ist echt schön. Und dein neuestes Projekt ist ja Tatsache wirklich, was man schon ein bisschen erklären muss, glaube ich. Sonst ist man da vielleicht ein bisschen überfordert. Und zwar ein Bestattungsfahrrad. Ja, das Bestattungsfahrrad. Versuch uns doch mal ganz einfach zu erklären, was das Bestattungsfahrrad ist und warum du es gemacht hast vor allem. Das Bestattungsfahrrad ist ein Fachfahrzeug für einzig allein den Zweck, eine Verstorbene oder einen Verstorbenen für die Überfahrt zum Bestattungsinstitut oder ins Krematorium oder zum Friedhof zu fahren. Ja. Und zwar so, dass man den Sarg sieht. Ja. Öffentlich. Der Sarg ist natürlich geschlossen. Das, ja. Das wir blenden unten auch ein Foto ein. Ne? Ihr seht es gerade unten. Der Sarg ist natürlich geschlossen. Das verlangt die Bestattungsverordnung.
und die Beförderungsverordnung bei Überführungsfahrten. Ja. Aber der Sarg ist, steht vorne. Ja. Auf einem Speziallastenfahrrad, das ist ungefähr 3,60 Meter lang. Okay. Und ganz bewusst auch nicht hinten. Ja. Weil es geht darum, das gelebte Leben der Person zu respektieren. Ja. Und da halte ich es für ein Unding, das Ding zu verstecken, hinter Gardinen, in Autos, schnell weg, schnell weg. Denn ich meine, je mehr wir uns mit der Selbstverständlichkeit, der Endlichkeit in unserem des Lebens oder unserer Person beschäftigen, ja, desto eher werden wir lernen, diese Grandiosität des Lebens auch zu begreifen. Absolut. Und zu verinnerlichen. Ja. Wir wissen, was das Leben, wie wertvoll das Leben eigentlich ist. Ja. Und wenn wir uns der Endlichkeit bewusst würden, dann würden wir auch nicht nur so diesem Konsumrausch verfallen, nach dem Motto, ich kaufe, also bin ich. Mhm. Ne? Oder ich fahre, also bin ich. Ja. Ein weiterer Aspekt ist, wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, mit dem Versterben unserer Angehörigen, Freunde, ja, Mitmenschen, und wir die letzte Zeremonie gemeinsam gestalten. Wir haben zum Beispiel den Sarg von meiner Mutter selbst getragen, von unserer Oma selbst getragen. Ich habe den Sarg meiner Mutter selbst gebaut. Wenn wir aktiv, emotional, haptisch, optisch, atmosphärisch mit dieser Zeremonie, mit dem Abschied nehmen, beschäftigen, dann verlieren, ja, wir unsere Angehörigen nicht. Ja. Und ich habe auch ein Problem mit diesem Begriff Abschied nehmen. Ja. Es geht nicht um dieses Konsum, wenn man was nimmt, sondern es geht um das Thema Abschied geben. Absolut. Wir geben unseren Abschied. Wir, ja, stehen in der Kapelle oder im Institut oder am Friedhof. Vorsicht, das sind ja. Wir machen jetzt mal eine U-Turn hier. Das konnte das Fahrrad vorher nämlich so nicht. Wolltest du das mal demonstrieren? Entschuldigung. Wir stehen, ja, also und sind aktiv beteiligt. Und dann verbinden wir unser Geben des Abschiedes mit der Person durch ein Ereignis, ein erlebtes Ereignis. Und dann bleiben uns die Verstorbenen erhalten. Ja. Verlieren sie nicht. Ja. Und vor allen Dingen, und das ist ein ganz wichtiger, das ist eigentlich auch ein kapitalismuskritisches Projekt. Wenn wir uns mit unserer Endlichkeit beschäftigen, dann werden wir mit diesem Konsumrausch nicht mehr so verfallen. Weil wir merken, es ist Blödsinn, was sie tun. Dieses Kaufen, 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 kommen mehr, mehr, größer, bunter, lauter, schneller, weiter. Diese Plusphilosophie, dann merken wir, das ist Blödsinn. Ja. Es geht ums Leben. In Einklang mit der Natur, in Respekt vor der Natur und in Respekt vor dem Leben. Und deswegen steht der Sack vorne, dass man ihn noch sieht. Ja. Und das war anfangs, haben mich die Leute für verrückt erklärt. Ja. Das ist pietätlos. Es ist genau das Gegenteil. Das ist ein ehrliches und echtes, sehr pietätvolles Umgang mit der Lebenskreis-Echtheit. Ja. Echtheit des Lebenskreises. Ja. Und ich habe mittlerweile 3 Überführungen gefahren. Eine in Bremen, eine in Oldenburg. Gibt es auch einen NDR-Film drüber. Ja. Anfang und Ende des Lebens findet man in der Mediathek. Ja. Oh, hier wird es knapp. Hier wird es knapp, aber das schaffen wir. Die Pedalen, ja, passt. Manche Leute stehen total verblüfft am Straßenrand und sagen, das geht ja gar nicht. Und als wir diesen Film drehten, die Hauptperson ist dort eine Hebamme, ja, die zugleich auch Bestatterin ist. Die macht, ja, beide Berufe parallel, sehr selten übrigens. Da kam es vor, dass wir auf der einen Seite in der Stadt reingefahren sind und da war eine Frau, die war völlig erzürnt und erbost, dass man den Sarg so sieht. Und als wir aus der Stadt wieder rausfuhren, saß sie im Café und wir fuhren da wieder vorbei. Und ist sie aufgesprungen, ist zu uns gekommen und hat gesagt, wissen Sie was, ich war ja vorhin total erzürnt, aber ich habe mir noch mal eben mit meinem Mann Gedanken darüber gemacht. Sie haben ja völlig recht, der Tod geht doch zum Leben dazu, warum nicht? Toll, Herr Olsen, ganz, ganz toll. Sie hatte das vorher recherchiert. Ja. Und wusste meinen Namen schon. Und das hat mich tief bewegt, weil ich da eine Botschaft in die Gesellschaft sende, die ich, ja, ich bin Künstler, wie Sie, ja, und das ist meine Aufgabe als Künstler,
mit einem Kunstwerk der Gesellschaft Themen anzubieten. Ja. Denn sonst wäre es ja nur Unterhaltung oder Deko. Ne? Absolut. Ob das passt? Es passt! Micha, du siehst, was du gerade geschaffen hast hier, oder? Das ist alles dein Werk. Genau, mal kurz dazwischen hier, Kanzleramt. Wir hatten gerade einen Reichstag hinter uns, jetzt wieder vor uns, dass wir mal hier mal so... Also dieses Bestattungsfahrrad ist ein ganz, ganz besonderes Thema. Und es geht eigentlich auf eine ganz, ganz normale Geschichte zurück aus meiner Familie. Ich hatte für meine Mutter die Pflegschaft. Ja. Sie wurde irgendwann alt und älter. Und dann hat sie auch ihren Nachlass geregelt, schon zu Lebzeiten. Hat mit uns vier Kindern immer gesprochen, wer möchte was und wer interessiert sich für welches. Ja. Und irgendwann habe ich die Mutter gefragt, du Mutter, ich würde dir gerne deinen Sarg bauen, weil ich kann das. Ich kann mit Holz umgehen, mit Metall, bin handwerkliches, kann ich was. Ja, und dann sagte sie, ach Muckel, das mach man, das ist gut, das finde ich gut. Oh, schön. Und meine Mutter ist da so offen mit umgegangen, ja, dass ich dann wirklich den Mut hatte, du Mutter, ich baue dir auch das Fahrrad dazu. Ja. Wo wir den Sarg draufstellen, sagt die Mutter, toll, mach das. Mach das, ich bin nie Auto gefahren, ich will nicht ins Auto, ich gehe auf dem Fahrrad. Oh, okay. Ne? Und so war der Gedanke geboren, das war im Jahr 2006 ungefähr. Ja. Meine Mutter ist dann 2008 schon gestorben, ich war damals sehr krank und konnte nicht viel arbeiten. Und das habe ich doch vor 4 Jahren mit angefangen, nee, vor 5 und im vorletzten Jahr wurde es dann fertig. Und mit einem europaweiten Medienecho. Ja. Von Aserbaidschan. Ich habe aus Aserbaidschan und aus der Schweiz, aus Schweden Mails gekriegt. Das spanische Nationalfernsehen war da. Wahnsinn. Alle deutschen Fernsehsender, Spiegel, Stern, Süddeutsche, Zeit, die haben fast alle berichtet. Ja. Ludwigshafener Tageblatt, das Kölner Tageblatt, Radio, Domradio Köln. Ich kam aus dem Quassel nicht mehr raus. Und ich habe da ein großes Zeichen mitgesetzt und bin dann eingeladen worden nach Bad Wildungen zum Hessischen Bestattertag. Ja. Und ich merke, wie doll doch dieses Thema Sterben und Tod in unserer Gesellschaft vom Aussterben bedroht ist. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ein Zitat eines Facebook-Posts. Mhm. Vom Aussterben bedroht. Und wir müssen uns diesem Thema öffnen. Denn wenn wir den Tod nicht respektieren, dann werden wir auch nicht leben können. Absolut. Und deswegen habe ich das Bestattungsfahrrad gebaut. Ja. Micha, wirklich ganz tolle Sache. Und auch da blenden wir unter deine Homepage ein. Kann sich das jeder mal ein Bild machen, auch von. Da findet man auch das Hochzeitsfahrrad, was ich jetzt gerade baue. Genau, und ich wollte nämlich jetzt so den kleinen Schwenk dazu nämlich schon kriegen. Du machst nicht nur ein Bestattungsfahrrad, nein, jetzt kommt das Hochzeitsfahrrad. Das bist du gerade momentan im Bau. Sammelst dafür auch gerne Spenden. Auch da unten blenden wir jetzt was ein und auch alles unten nochmal zugeschrieben. Was hast du jetzt mit dem Hochzeitsfahrrad auf sich? Also ich bin ja der Meinung, der öffentliche Raum gehört den Menschen zum Leben und nicht den Fahrzeugen zum Fahren. Ich vertrete eine Verkehrspolitik, die keine Autopolitik ist wie in Deutschland, sondern es muss eine Menschenpolitik sein. Ja. Und ich gehe immer so nach dem Motto, erst der Mensch, dann das Fahrzeug. Ja. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal an den Petitionsausschuss des Bundestages eine Eingabe gemacht, die Führerscheinordnung dahingehend zu ändern, dass jeder Fahrschulschüler im Rahmen der Führerscheinausbildung für den Autofahren auch 2 Fahrstunden als Fußgänger machen muss und 2 Fahrstunden als Fahrradfahrer, um die anderen Perspektiven einzugehen. Es wurde abgelehnt. Okay. Aber ich baue diese Spezialfahrräder, auch das Bestattungsfahrrad. Ja. Das ist ein künstlerisches Projekt. Und zwar links ab. Nee, wir fahren mal gerade rüber und dann. Um das Radfahren als alltäglichen kulturellen Akt in unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen zu resozialisieren, zu reimplantieren. Maria Montessori sagte mal, die Pädagogin, Reformpädagogin, die Hand ist das Organ des Geistes. Schön. Und was wir nicht anfassen können, mit den Augen oder mit den Händen, das lernen wir nicht. Ja. Und deswegen habe ich baue ich solche Spezialfahrräder, um das Radfahren wieder zurückzuholen. Damit wir nicht Blechdenken und Blechreden und Blech vom Kopf haben, sondern quasi den Durchblick durchs Fahrradrohr zu haben, so als pittoreskes
Beispiel. Ja. Das Radfahren ist die Zukunft. Ja, absolut. Und wir müssen auch aus Klimawandelgründen und aus ethischen Gründen und auch stadtatmosphärisch ästhetischen Gründen, ja, müssen wir den Ballungsraum den Menschen zum Leben zurückzugeben und, die, und den Straßenverkehr von den ganzen Blech entmüllen. Absolut. Und zwar aus folgendem Grund. Das hat einen verkehrspolitischen Aspekt auch. Je mehr Leute mit dem Rad fahren, ja, werden nicht nur die Städte ruhiger, ja, sondern es wird Platz geschaffen für die Menschen, die einfach mit dem Auto fahren müssen. Mhm. Ich finde, das Auto ist wie das Fahrrad eine der größten technologischen Errungenschaften der Modernen. Ja. Und, aber der Umgang mit dem Auto, die Autopolitik in Deutschland, ist eine stadtvernichtende und gesellschaftsteilende, spaltende Katastrophe. Mhm. Und deswegen baue ich Fahrräder, weil man braucht Objekte zum Angucken, zum Erfahren. Und was ist verbindender vom Symbolcharakter her als ein Hochzeitsfahrrad? Du, absolut. Also, und das baue ich jetzt gerade. Ich bin dabei. Am 26.05. ja, habe ich wohl die erste Tour. Ja. Eine diamantene Hochzeit, 60 Jahre Ehe. Oh, toll. Schön. Da werden die Medien anwesend sein. Ja, super. Und ich habe schon Anfragen für Buchungen. Und da muss man mal gucken, was das kostet. Und ich finanziere das Projekt zurzeit über ein privates Crowdfunding. Ja, super. Und so ein paar tausend Euro sind zusammen. Es kostet ungefähr 10.000 Euro. Und Spenden müssen versteuert werden. Ne? Mhm. Und das muss alles genau abgerechnet werden. Das ist auch. Alles andere wäre nicht ästhetisch, ja, steuerlich. Und ein spannendes Projekt. Und absolut. Und dann steht das. Ich war letztens auf einer Fahrradtagung oder einem Fahrradtag. Da bestand das Bestattungsfahrrad, stand neben dem Hochzeitsfahrrad. Das Hochzeitsfahrrad steht schon auf dem Rohrrahmen. Mhm. Der Rahmen nicht lackiert, noch gut, nur verschweißt und Punkten. Das hat schon sehr viel Aufmerksamkeit gemacht. Und da sieht man, es geht so viel mit dem Fahrrad. Ja, natürlich. Und wenn man bedenkt, dass in Deutschland 52% aller Fahrten mit einem Auto sind unter 4,5, vielleicht 5 Kilometer lang. Wie krank dieses System ist. Wie krank. Wir zerstören unsere Gesellschaft, unsere Städte. Den Zusammenhalt auch. Indem wir Konfrontationsmedien schaffen. Ja. Wenn so wie die Autopolitik in Deutschland gemacht wird, wird Konfrontation zwischen Verkehrsteilnehmern provoziert. Ja. Die Radfahrer schimpfen für die Fußgänger schimpfen für die Radfahrer, die Autofahrer und so weiter und so weiter. Ja, ja, aber dafür sind ja wir jetzt da. Weil du baust die abgefahrenen Geräte, die Fahrräder. Ich fahre eins jetzt davon. Das ist ja, ne, man muss ja, jeder tut, glaube ich, auch immer das, was er tun kann. Ne? Und jeder macht einen dann damit ein Stückchen besser. Ja. Ne? Und jedes kleine Stückchen bewirkt ja. Ich gebe einen Teil dazu als Künstler. Absolut, absolut. Und ich kann eben auch handwerklich ganz schön viel. Das ist wirklich wahr. Also ich war wirklich sehr, sehr schwer begeistert. Kunstbauten ist der richtige Begriff. Ja, das ist Wahnsinn. Diese Werkstatt, Freunde der Sonne, das war wirklich Wahnsinn. Da würde ich sofort anfangen bei dir in der Werkstatt, weil die so schön ist. Du wolltest ja schweißen lernen. Ich will schweißen lernen, genau. Ich hoffe, dass das irgendwann mal klappt. Jetzt fahren wir mal hier. Wir fahren übrigens gerade durch den Tiergarten, der eigentlich ein wunderschöner Park, eine schöne, wunderschöne Parkanlage in Berlin. Erzählen. Also ja, meine Vision ist, jetzt gerade auch wegen Ölsparen, Gassparen, Energiesparen ist, um den öffentlichen Raum den Menschen wiederzugeben. Und der maßgebliche öffentliche Raum sind die geschlossenen Ortschaften, egal welcher Größe. Meine Vision ist, ab Ortseingangsschild wird neben jedes Ortsschild einem bestimmten Datum, was man vorher bewirbt und eine Kampagne macht zur Information, Fahrradstraße. Ab Ortseingangsschild alle Fahrbahnen zu Fahrradstraßen machen, mit dem Zusatzschild Kfz-frei. Ja. Das heißt, man dreht das System juristisch einfach um. Man darf natürlich Auto fahren. Geht ja nicht ohne Auto. Aber das Auto hat sich, weil es das aggressivere Verkehrsmittel ist, dem Radverkehr unterzuordnen. Ja. Radfahrer fahren alle auf der Fahrbahn. Die Gehwege sind wieder für die Gehwege frei. Für den gehenden Verkehr. Ja. Da können wieder Kaffeetische stehen. So hat Groningen den wirtschaftlichen Zusammenbruch der Innenstadt abgewendet. Groningen, können wir mal ganz kurz für alle Nichtwissenden, ist eine Stadt,
In Holland? Holland. In Holland. Also in Niederlanden. Holland ist ein Distrikt von den Niederlanden, Nordholland. Und es ist die Partnerstadt von Oldenburg, ne? Damit wir jetzt mal so ein bisschen den Bogen spannen. Und Oldenburg ist ja, wie ich jetzt auch sehr intensiv erfahren habe, halt auf dem Weg dahin, es immer fahrradfreundlicher zu machen. Da kann man freien nicht fahren. Ja, du kannst. Ist doch geil, oder? Ja. Ist doch. Ja. Und Groningen, die Partnerstadt von Oldenburg, hat das ja in irgendeiner Form wirklich richtig exzessiv durchgesetzt, ne? Ja, gegen den Willen der Bevölkerung. Gegen den Willen der Bevölkerung. Ein Jahr später waren sie alle glücklich. Ja, das ist es halt, ne? Das ist immer so eine Sache. Manchmal muss man ja auch den Menschen zum Glück zwingen, ne? Ist immer so ein gefährlicher Satz manchmal, aber und das in dem Sinne, jetzt Grüße an Jürgen. Wünschst du dir... Herr Kumpmann. Piep mal weg. Das wünschst du dir jetzt auch für Oldenburg. Ja, das wäre die Vision. Dein Wunsch für Oldenburg, sage ich wirklich, eine absolute, wir haben es vorhin auf der Fahrt noch genannt, die klimaneutralste Stadt der Welt. Ja, ne? Eine bessere Werbung könnte Oldenburg für sich als moderne Stadt überhaupt nicht machen, hier wie ein Glas. Aber ich habe hier Sonderschläuche drin. Du hast mir ja gesagt, da sind so dicke Schläuche drin. Genau, sind Sonderschläuche. Ich habe Sonderschläuche. Also das ist jetzt mal so dein Angebot an die Regierung in Oldenburg, die klimaneutralste Stadt der Welt, weil sowas gibt es glaube ich noch nicht. Das gibt es noch nicht, da wäre Oldenburg weltweit bekannt, ne? von überall nach überall. Ja. Und vor allem, das ist ja immer der Gedanke, wenn man Straßen für Parkplätze sperrt, kommt immer das Argument des Einzelhandels, wir gehen pleite, wir haben zu wenig Kundschaft. Wenn man das flächendeckend in der ganzen Stadt macht, dann bleiben die Kunden da. Mhm. Dann sollen doch die Leute mit dem Auto fahren, die mit dem Auto fahren müssen. Mhm. Der Heizungsbauer, der Milchlieferant, der mit dem Lastenfahrrad und seinen Kindern, ein älteres Ehepaar, jemand, der 5 Kisten Wasser kauft, der eine Waschmaschine kauft. Aber je mehr Leute mit dem Rad fahren, die beleben das Stadtgefühl. Absolut. Und vor allen Dingen lernen die auch, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Da fährt kein Radfahrer mehr auf dem Gehweg und in der falschen Richtung oder auf der falschen Straßenseite. Es entsteht ein System von, wir halten uns die Gemeinsamkeiten an die Gesetze und an die Gepflogenheiten und wir sind miteinander, nicht gegeneinander. Ja. Und was dazu kommt, Radfahrer, das beweisen alle Statistiken aus Madrid, Pontevedra, Groningen, Kopenhagen, Paris, Barcelona mittlerweile auch, wie die Innenstädte maßgeblich für Radfahrer geöffnet haben, für Autofahrer gesperrt haben. Ja. Radfahrende geben mehr Geld für Konsumgüter aus, weil sie weniger für Autos ausgeben. Und die beleben die Geschäfte. Und das hat Groningen ganz deutlich bewiesen Anfang der 70er Jahre. Ja. In Groningen stand die Innenstadt leer, weil da keiner mehr hinkam. Die Mieten gingen runter, die Häuser konnten nicht mehr gepflegt werden durch die Hausbesitzer. Ja. Die Geschäfte standen leer. Und dann hat man das Fahrrad als Mittel zum Zweck benutzt. Ja. Und das ist nach einem Jahr waren die Bewohner in Groningen glücklich, dass die Stadt das durchgezogen hat. Ja. So. Und den Leerstand haben wir in Orbich in der Innenstadt auch. Ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Und da sagt man, die Stadt der kurzen Wege. Ja. Die Stadt der kurzen Wege schaffen, um das Radfahren auch aus Klimaschutzgründen zu propagieren und auch die ganze Stadtatmosphäre wieder schöner zu machen. Punkt. Punkt. Micha, ich finde es so mega geil und ich habe das schon heute oder gestern, ich habe das schon so oft gesagt, es ist mir wirklich ein so innerliches Blumenpflücken, dass ich dich kennenlernen darf und dass wir uns kennenlernen durften und jetzt mehr kennenlernen. Freunde, bitte guckt auf die Seiten unten drauf. Das ist Michael Olsen. Ihr werdet noch viel von ihm hören, spätestens wenn Oldenburg die klimaneutralste Stadt der Welt ist. Ja, weil hier ist sie jetzt geboren. Die habe ich schon vor 10 Jahren geboren. Dann hier medial das erste Mal vielleicht. Micha, ich sage nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Fahren wir nicht noch ein bisschen weiter? Willst du noch weiterfahren? Ich kann noch mehr erzählen. Da gibt es noch mehr verrückte Sachen. Ich weiß. Nein, das ist immer gut. Ist gut. Weißt du, wenn du willst, wir fahren auch noch mal eine Runde. Ja, ich würde ja gerne den Tiergarten noch mal ein bisschen sehen. Willst du den Tiergarten noch mal ein bisschen sehen? Ja, komm, dann fahren wir jetzt noch mal ein bisschen Tiergarten. Ich erfülle dir jetzt wirklich jeden Wunsch. Du hast auch Tiere? Bestimmt, Hasen. Im Tiergarten gibt es ganz viel Hasen, habe ich mal gehört. Nein, ich habe ja gedacht, ich will dich nicht länger. Ich arbeite nicht nur als Fahrradmechaniker. Ja. Ich bin Haustechniker und Hausmeister in einem soziokulturellen Zentrum in der Oldenburger Kulturetage. Ja. Und kümmere mich da nicht nur um Bühnenbilder, Sonderbauten, Gestaltungen, Reparaturen von Türen oder alles,
eine Haustechnik. Also ich bin quasi Hausmeister mit erweitertem Aufgabenbereich. Ja. Aber ich baue eben auch Bühnenbilder für Theaterproduktion schon viele Jahre. Ein hochspannender Bereich. Absolut. In Zusammenarbeit mit den Akteuren, dem Regisseur oder Regisseurin, den Bühnenbild, also den Masken, der Deko, Bühnenbilder zu entwickeln, die im Prozess entstehen. Ja. Und da habe ich natürlich meine Fahrradwerkstatt. Und ich habe viele Jahre Musik gemacht. Ich bin so irgendwie sagen Leute, du bist ein Tausendsasser. Das kann ich auch nur bestätigen. Hast du die Frage gestellt? Ja. Ich werde nicht durch die Olden grüßen, nicht alle zwei Minuten. Und hey, Leute. Nicht nur zwei, alle Minuten. Ich bin ziemlich umtriebig. Ja. Umtriebig heißt das. Ja. Im positiven Sinne. Ja. Und ich bin im ADFC aktiv. Und Allgemeiner Deutscher Fahrradclub, weiß noch mal. In der Grundgenossenschaft. Wir restaurieren oder renovieren. Guck mal, du magst doch Brücken. Ja, ich liebe Brücken. Ja, kommen wir da durch? Ja, da kommen wir durch. Kommen wir da hoch, muss man sagen. Na, aber. Dein Ohne, dass die Ketten Werk, reißen. Da aber. Guck mal. Ja, ich die erste Brücke in Berlin mit dem Wipfelo, mit der Diva. Ich bin in vielen Initiativen aktiv. Und gut, es ist auch ein bisschen Workaholic. Ja. Aber es ist spannend. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Ja. Ne? Ja. Und es gibt auch ein Leben vor der Verrentung ja. und auch nach der Verrentung. Und das gestalte ich. Natürlich. Ja. Du hast ich bin neugierig, ja. schon immer gewesen. Ja. Und du hast mir wirklich jetzt in den letzten, wir hatten gestern, als wir das Fahrrad abgeholt haben, du hast mir wirklich einen Tag verschafft, der wirklich so bunt und so fröhlich war wie schon lange nicht mehr. Alleine mit deinen absolut wahnsinnigen Fahrrädern durch Oldenburg zu cruisen. Das war also wirklich, ich habe mich gefühlt, wie nochmal jugendlich und es war toll. Dafür kann ich nicht genug danken und du bist halt echt, ja. Deswegen wäre es so schön, wenn du in Oldenburg, deiner Heimat, deiner Perle, Oldenburg, deine Perle, da noch Sachen verändern darfst. Und ich wünsche dir das so sehr. Ja. Und wir haben ja schon mal den ersten Brückenschlag gemacht. Vielleicht. Gestern mit Herrn Krogmann, unserem Oberbürgermeister. Genau. Vielleicht ist da ja ein weiterer Stein gesetzt. Ich würde es euch so wünschen, weil ich glaube, es ist immer Potenzial da. Jetzt fahren wir mal hier. Nö, komm. Du wolltest reden. Jetzt fahren wir durch. Schön. Es ist wunderbar. Also jemand kommt mit dem alten Gazelle-Fahrrad in die Werkstatt und das ist ein bisschen runtergerockt. Und dann schraube ich da eine Stunde dran rum. Und dann setzt die Person sich drauf. Boah, ist das geil. Das ist ja wie neu. Das ist Bezahlung. Geld ist nicht so wichtig. Ja. Natürlich brauchen wir Geld zum Leben. Natürlich. Aber es gibt andere Werte, die viel mehr wert sind. Absolut, bin ich voll bei dir. Viel sinnvoller sind. Als Künstler der Applaus. Ne? Das ist auch so eine unterschätzte Sache. Ne? Ja, kennst du den Spruch? Künstler lieben Scheinwerfer. Nee, den kenne ich noch nicht. Ja, Scheinwerfer. Ah. In den Hut. Ah, das den Scheinwerfer. Ist zu schwer. Ah. Künstler lieben Scheinwerfer. Ah, der jetzt verstehen. Ja? Der ist gut, ne? Den muss ich mir merken. Den muss ich auch. Den muss ich auch merken. herrlich. Nee, du hast ja vollkommen recht. Das ist ja, das Leben ist viel zu kurz. Sind immer so, sind eigentlich so Kalendersprüche, ich weiß. Aber es ist ja einfach so. Es ist ja viel zu kurz, weil eigentlich, man hat ja immer wieder neue Ziele. Eigentlich will man ja nie aufhören zu leben, aber irgendwann ist er mal zu Ende. Ne? Ja. Und da finde ich es halt so toll. Du bist jetzt 62, darf man verraten. Ne? Ja. Da ist halt wirklich, du hast echt schon so viel gemacht und hast gemacht, was dir Spaß macht. Komm, wir fahren durch den Park. Früher ich mich jetzt nie getraut so. Dann hab ich früher wenn die Gabeln so weggebrochen. Die waren so dünn. Ne? Ja, waren dünn, die Gabeln. Das sind jetzt richtig Spezialgabeln aus dem Lastenradbereich. Das ist, ich möchte mal den Roland-Werken in Garrel danken. Die haben die Felgen gesponsert. Mega. Ja? Also, super, das sind Spezialfelgen für Lastenfahrräder. Mega. Auch dahin. Also, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist, du hast mir wirklich, das ist wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag zusammen jetzt gewesen. Dieses Fahrrad, weil ich hänge so an diesem Fahrrad. Und nee, du sitzt drauf. Gott sei Dank, ne, sonst hänge ich irgendwo wirklich dran. Nee, und das ist, gibt mir so viel, das ist schon mein Leben auch geworden. Und wir haben uns einfach gefunden. Wir haben uns gesucht und gefunden, Tatsache. Das Leben musste uns zusammenbringen. Richtig, richtig. Und deswegen, also, was soll ich da noch sagen? Möchtest du noch was ganz Wichtiges loswerden? Ja, ne. Darf mal ein bisschen jemanden grüßen? Grüß doch mal jemanden. Vor 40 Jahren habe ich im Radio auf NDR 2 gab es eine Grußsendung und da hat dann jemand einen folgenden Gruß losgedacht. Ja.
Ja, ich grüße auch meine Oma in New York, aber ich glaube, die kann mich von hier aus nicht mithören. Fand ich sehr witzig, habe ich nicht vergessen. Mittlerweile wird sie das können. Ja, das ist auch 40 Jahre her. Ach Mensch, nee, wirklich, es ist so toll. Und wir werden uns bestimmt noch sehr viel häufiger, vielleicht auch auf diesem Fahrrad noch sehen. Ja, im März vielleicht. Ja, wir haben vieles diese vor. Messe, ja. Diese Messe, die sagtest du. Genau, wir versuchen, und hier schon mal ein Aufruf, auf die Fahrradmesse in Berlin zu kommen. Das ist unser nächstes Projekt auf jeden Fall. Also es ist wirklich toll. Es ist, Micha, nochmal danke. Bitte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir noch viel Spaß gemacht. Ich habe mich an die Rand meiner Kräfte gebracht, aber es hat irre viel Spaß gebracht. Oh Gott. Nein. Wo steht denn das Auto? Da vorne, deswegen. Das ist hier gerade so. Wir fahren immer die Siegessäule. Wir haben jetzt wirklich schon vieles. Also wir haben das Brandenburger Tor, den Reichstag, den Bundeskanzleramt, den Tierpark. Gehen wir jetzt noch ein Eis essen? Wir gehen jetzt auch noch ein Eis essen. Wir machen jetzt alles, fahren was du möchtest. Fahren wir noch ein Eis essen oder gehen wir ein Eis essen? Wir gehen eher ein Eis essen. Okay, alles klar. Ihr geht hoffentlich auch alle noch ein Eis essen. Ja, das war jetzt mal eine ganz besondere kleine Ausgabe. Oh. Ich wollte mal hier dem Mann würdigen, indem ich mich mal heute ein bisschen legerer anziehe. Und ja, genau. Heute hast du keinen Schlitz an, heute trage ich den. Und das trage ich nur ganz selten. Mit den Oldenburger Motiven, den hat mir meine Tochter zu Weihnachten geschenkt. Ja, jetzt hast du mir, warte mal, jetzt muss er mal ganz kurz, der Micha reißt immer das Mikro hier runter. Aber das macht überhaupt nichts, weil den Schluss wollen wir ja auch noch hören. So. Weißt du was, irgendwann, der kommt gerade der Gedanke, irgendwann wird Oldenburg umbenannt. Ja, in? Olsenburg. Oh, nächster Antrag. Aber erst wird sie klimaneutralste Stadt der Welt. Klimaneutralste Stadt der Welt, ja. Micha, vielen, vielen Dank. Das ist Michael Olsen. Merkt euch den Namen, guckt drauf. Moin. Und spendet auch gerne für das Hochzeitsfahrrad. Und das war VIP-Velo, die klimaneutralste Talkshow der Welt, mal in einer ganz anderen Ausgabe. Und wenn ihr wollt, guckt euch auch gerne alles andere an. Ich sage mal, wie sagt man im Norden zu Tschüss? Moin. Auch Tschüss heißt Moin. Moin. Bis zum nächsten Mal. Moin, da macht man eine Pause und alles ist gesagt. Das ist Michael Olsen. Trotzdem Fetzel. Tschüss. Das Ding hier so. Ich glaube, der macht das. Sag mal, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?